So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wie ihr seht, wir haben den 27.12. um 16:30. Ich habe jetzt genau eine halbe Stunde Zeit, deswegen passt es jetzt ganz gut. Ich bin eigentlich noch mit im Urlaub, nur ich konnte es mir jetzt gerade nicht nehmen lassen, mal ein bisschen durchzutesten. Den DX habe ich schon umgebaut, ich weiß nicht, ob wir das gleich sehen werden, vielleicht schon. Ich werde es wahrscheinlich gleich mal kurz einzeigen. Aber das soll ein kleines Tutorial sein, wie man denn Türen oder das Door-Opener-Script in Fahrzeugen nachträglich verbaut, wenn es nicht drin ist. Weil das ist super simpel, einfach, das ist keine große Arbeit und deswegen weiß ich auch nicht, wie lange das Video wird. Ne? Das ist nur so auf einem kleinen Rande, aber wie gesagt, das schiebe ich jetzt so zwischen den ganzen Aufnahmen. Ich schätze mal, wahrscheinlich würde das am 1. kommen. Gehe ich mal von aus. Also ich schätze mal, das wird wahrscheinlich am 1.1. rauskommen. Es ist so ein kleines Special-Video für unsere Tutorial-Friends, weil das andere kam ja auch schon sehr, sehr gut an mit dem Dynamic Hoses. Ihr seht, ich quatsche ein bisschen länger aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie lange das Video geht. Mein Gott. So, ja, was ihr braucht, ist zum einen halt einen Mod, den ihr noch nicht umgebaut habt oder der das Script noch nicht verbaut habt. Alles andere werde ich hier unten drunter verlinken. Ja. Ich kann euch auch mal kurz sagen, ich gucke mal ganz kurz. Wir gucken jetzt mal ganz fix, ob es den Jungen noch gibt. Herzlichen Glückwunsch, Win. Ja, fängt gut an, fängt gut an. Written by Fructor. Ich bin ja schon froh, dass keine Pornoseite aufgegangen ist. Heilige, naja. Gut, also wie ihr seht, den Jungen gibt's nicht mehr. Wie gesagt, ich werde es hier unten drunter verlinken. Ich werde es aus meinem Google Drive dann nehmen. Also ich hoffe einfach mal, dass ich das alles vernünftig hinkriege. Ihr werdet sehen. So, ja. Also wie gesagt, was ihr braucht, ist zum einen das Door-Opener-Script. Ihr werdet mit Sicherheit nur irgendwo einen Tracker finden, der das verbaut habt. Es gibt einige davon. Da einfach wirklich das Script rausholen. Und ganz wichtig, den Trigger. Das werde ich euch aber gleich dann auch zeigen. Also, ich habe zum Beispiel den Fanfarma genommen, den 310er. Und ja, hat funktioniert. Ne? Also, Tracker, den empackt ihr. Fertig. So, dann geht er da rein. Und, ach du Heilige. Ich hätte vielleicht einen anderen Tracker nehmen sollen, einen, den ich kenne. Der ist neu, der Torpedo, das hatte ich ja gesagt gehabt. Oder unter dem Kommentar noch drunter geschrieben. Ich habe mir jetzt einen DX-140 zugelegt und halt den Torpedo. So, ich hoffe einfach mal, der ist das. Ajo, was das jetzt momentan ist, keine Ahnung. Editor hängt sich auf. Ich schätze einfach mal, ich habe irgendwas falsch geklickt, oder? Also ich vermute mal, ich muss einfach den PC nochmal neu starten, dann würde das funktionieren. Aber ich wollte für euch das jetzt mal fix hier machen. Wie gesagt, ihr werdet es mit Sicherheit schon haben. Was, das sind wahrscheinlich die Felgen und das ist wahrscheinlich der Reifen. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der hier 4 Hydra-Ds drin hat. Es dreht sich alles eigentlich nur um den Trecker. Hier gibt es auch eine doppelte Ausführung. Das ist sehr, sehr schick eigentlich. So, als allererstes erstellt ihr dann eine Kamera. Also hier auf Kamera gehen, ne? Dann geht ihr auf View, Kamera und wählt die Kamera aus. So, mit dieser Kamera könnt ihr euch jetzt nur bewegen. Ich zeige euch das mal kurz.
Also wie man sich bewegt und alles, das müsst ihr dann selber noch rausfinden. Da helfen euch diverse Tutorials von Giants. So, ich war eben noch mit den Dynamic Hoses beschäftigt, also mit den dynamischen Schläuchen, die hatte ich nur eingebaut bei dem DX. Der hat es schon drin. Ich zeige euch gleich, ob das Modding-Team und so weiter und so fort. Wie ihr schon gesehen habt, eins aus dem Ostblock. Ja, auf jeden Fall stelle ich jetzt nochmal kurz den Nav-Speed um. Geht. Gut, jetzt geht ihr auf File, macht Import und wählt hier dann euren Trigger aus, den ihr runtergeladen habt, den ihr ja dann wahrscheinlich jetzt dann von mir habt, weil ich jetzt mal den werde ich auch mit einfügen. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache, keine Ahnung. Also, bei mir ist der hier irgendwo versteckt. Ich hatte hier irgendwo genau. Ja. Bedeutet neu i3D. Ich habe ihn jetzt, oder ich nenne ihn jetzt nicht um extra, aber das ist der. Das ist wirklich nur der Name von der Datei, also keine Sorge. So, wenn ihr die jetzt öffnet, seht ihr schon, hier ist ein neues Ding dazugekommen, Door-Opener. Das wählt ihr aus, drückt STG X und anschließend wählt ihr den Tracker aus in der Gesamtansicht. Ihr seht, es ist verschwunden. Jetzt geht er hier hoch auf den Torpedo oder euren Tracker und drückt da STG plus V. Also erst mit X rauskopieren, ne, ausschneiden und mit V einfügen. So, dann ist er hier unten drin. So, den schiebt ihr hin, dorthin, wo den schiebt ihr dorthin, wo ihr ihn hinhaben wollt, dass ihr diese Tür aufmachen könnt. Ne? Denkt dran, hier sind auch normalerweise Reifen dran, alles, also nicht zu weit nach oben oder nach unten. Sonst könnte das ein bisschen doof sein, wenn ihr ständig springen müsst oder halt euch erstmal ducken müsst oder so. Oder in den Boden am besten versinken. Also, das mache ich mal gerade. So, ich schiebe den nämlich hier so ein bisschen ran, bis ich hier bei der Treppe bin. Das ist wie gesagt so ein Anschlag. Und noch ein bisschen rüber. So, dann gucken wir mal. Ah, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, könnten wir jetzt schöner machen. Ich könnte noch ein bisschen nach oben bewegen, noch ein bisschen rüber bewegen. Ein bisschen rüber mache ich auch. So. Ja, so. Wie gesagt, das könnt ihr nachher ausprobieren, wie das für euch am besten ist. Ne? Wenn das Ding aber läuft, dann könnt ihr das immer noch ausprobieren. So, damit seid ihr dann mit Punkt 1 schon mal durch. Zumindest mit dem Giants Editor. Das speichert ihr. Vergesst euch nicht, den Index-Path aufzuschreiben. In meinem Fall ist es 0, Klammer zu, 38. Wichtig ist, ihr müsst auf jeden Fall den Trigger auswählen. Und der ist bei mir auf der 0. Ja? Wie gesagt, ganz wichtig. Also 0,38-0. So, jetzt machen wir den zu. Gespeichert ist. So, jetzt seid ihr mit Punkt 1 durch. Wir fangen an mit der Mod Desk. So. Das war mir jetzt doch gerade zu doof. Ich hoffe nicht, dass ich das gleich wieder verpennen muss. Wenn ich den Knopf drücke, dann muss ich mir so ein bisschen abkleben oder so. Ich habe jetzt mal kurz Push-to-Talk rausgenommen, weil das ist in der Bearbeitung ja schon ziemlich nervig. So, jetzt steht hier natürlich noch kein Ding drin mit Door-Opener. Deswegen markiert das hier. Witzigerweise aus BM-Modding. Das hat er wahrscheinlich nachträglich eingefügt. Zack.
Dann macht ihr euch hier einmal Platz. Jetzt hört ihr alles bei mir. Das ist, aber ist mir jetzt lieber als jetzt da wirklich großartig, ne? So, wie gesagt, das Skript wird da gleich drinstehen. Bedeutet also, ihr schmeißt hier erstmal das raus. Tippt hier dann den Namen ein. Das würde auf jeden Fall Door Opener heißen. Ich habe es jetzt eben schon mal gemacht. Ich mache das immer erstmal vorher, damit ich es danach dann zeigen kann. Hat aber auch folgenden Hintergrundgedanken. Irgendwann vergisst du einfach, wie das jetzt nochmal genau war. Hast es zwar vielleicht schon tausendmal gemacht, aber irgendwann bist du halt geistig vielleicht oder so, ich weiß es nicht, komplett durch. Und vergisst es einfach wieder. Oder es liegt bei mir einfach daran, weil ich es halt generell nicht so häufig mache, dass es dadurch dann halt vergessen hat. So, jetzt haben wir hier noch die Specialization. Die nehmen wir dann uns auch nochmal kurz vor. Ja, das ist tatsächlich unten das letzte Punkt eingefügt. Dann nehme ich das auch mal. Ist nicht wichtig, ist nur für die Optik, dass man es schneller findet. Also keine Sorge. Wie ihr es ansortiert, ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Zack, zack, fertig. So, wie gesagt, ihr müsst in Vehicle Types bei Specialization den Namen Door Opener reinfügen oder reinschmeißen. Bei den Specializations müsst ihr das gleiche auch machen mit Door Opener, Lua etc. pp. Die L10N ist nicht wichtig. Oder 110N. Das ist nur der Text, der da stehen soll, wenn man das drücken kann. Wir fügen den aber natürlich auch ein. Ja. Dieses Kennzeichen wird bereits verwendet. Boah. Das mit den License Plates. Ach ja, man kann das Ding anmelden. Das kann ich euch eigentlich auch nochmal zeigen, wie man sowas einfügt. Das wäre vielleicht nur so eine Sache, so ein Kennzeichen. Da sind bestimmt auch einige dran interessiert. So, hier schafft ihr euch auch wieder Platz. Ich für meinen Teil habe es jetzt schon halbwegs vorbereitet. Hier. Moddesk. Die Specializations haben wir drin. Und machen einmal den hier. Zack. Problem ist, dadurch, dass es halt eine TXT-Datei ist, ist es bei mir total komisch sortiert. Ich werde euch die komplette Moddesk einfach mit reinpacken. Also keine Sorge. Die einfach rauskopieren und ich schreibe euch noch dabei, was wichtig ist. Für, oder ich werde wahrscheinlich bei der Moddesk nur die wichtigen Punkte halt drin lassen, dass ihr wirklich so diese Übersicht habt. Macht euch da noch so Pfeile hin und was weiß ich, das kriegen wir schon hin. Wann das kommt, wie gesagt, ich weiß nicht, momentan habe ich echt Probleme immer in meine Videoübersicht reinzukommen. Der hängt sich da ständig auf. Das ist halt wirklich echt mies. Aber wie ich das mache, seht ihr dann. So, auf jeden Fall, dieser Text muss da drin stehen. Ganz wichtig, am Ende immer. Zack. Schrägstrich Text. Wenn ein Text zu Ende ist, einfügen. Also die zwei Klammern. Ich hoffe einfach mal, dass der sonst nichts irgendwie ist. Dass er es nirgendwo anders hin verschoben hat in irgendeiner Reihe. Nein. Gut. Also Text und Schrägstrich Text. Das ist halt immer wichtig. Könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr hier drauf klickt, ob ihr es richtig gemacht habt, dann steht dahinter halt noch so ein Clear-Feld. Zusammenhänge seht ihr hier rüber. Ne? Ja, ansonsten Input Bindings. Warning Sign. Vehicle License. Mache ich mir persönlich halt immer Platz nach der IC, weil das gehört ja auch zu der IC. Dann gehe ich hier rein, nehme hier Import Name, flupp, kopieren, hier rauf rein. So, jetzt habt ihr hier den Import Binding. Input Name Set Door Opener. Das ist ganz wichtig. Set Door Opener ist hiermit verknüpft mit Set Door Opener. Ne? Seht ihr.
Wie gesagt, ganz wichtig, das geht nur on Food. Irgendwas mit einem Warning Sign auf Taste R geht auch nur on Food. Das könnte Probleme geben. Ich glaube, das können wir rausschmeißen. Mit dem Set Warning Sign. Edge Remove. Das funktioniert nämlich nur noch bei den Kotflügeln vorne. Ich habe das bei dem Warning Sign hinten gar nicht gesehen. Ja, wir werden sehen, ob das jetzt Probleme gibt. So, das war's. Ne? Den müsst ihr hier nicht machen in der Moddesk. Wie gesagt, nur dort nur einfügen. Da unten noch das einfügen. Fertig. Speichern, schließen. Wir sind auch fast durch schon. Ne? Jetzt öffnen uns wieder die beiden Dinge. Jetzt gehen wir noch in den Torpedo XML rein. Also in eurem Fall Vehicle XML. Die sieht dann folgendermaßen aus. Dort sucht ihr euch die Animations. Bei den Animations seht ihr eine Tür. Door R ist in dem Fall Tür rechts, Door L ist in dem Fall Tür links. Bedeutet, es ist Punkt 2. Jetzt guckt ihr hier bei den Interactive Components, darunter ist kein Punkt, doch der Warning Sign. Hier ist noch Steering. Ja, auf jeden Fall schnappt ihr euch den Eintrag. Hätte ich jetzt mitgedacht, hätte ich mir jetzt auch noch gemerkt, wo das Vieh gesessen hat, der Trigger. Ich glaube 38 war es. Kopiert euch einfach nur diesen Door-Opener-Trigger. Zack. Und fügt das unter Interactive Components ein. Ich würde es jetzt sogar theoretisch noch unter Steering einfügen. Oder über Steering. Wir machen es aber jetzt einfach mal so. Zack, zack, zack. Fertig. So. Hier ist nur wichtig, dass er hier den Trigger wieder einfügt. Das, was ich eben gesagt habe mit dem Index. Und bei dem IC-Index ist es nur wichtig, dass ihr dort in meinem Fall jetzt 2 eintragt. Bedeutet also nichts anderes als wie bei Animations. Wenn hier jetzt bei Animations ihr wollt die linke Tür aufmachen, die rechte Tür darüber steht, schreibt ihr hier eine 2 rein, weil ihr wollt die linke Tür aufmachen. Das ist der erste und das ist der zweite Punkt. Hier auch, dann kann man es auch ablesen bei Interactive Components. Erster Punkt, zweiter Punkt. Aber immer dran denken, dann nimmt die Animations. Nicht, dass da noch irgendwas anderes also dazwischen ist. Also bei der IC nehmt hier immer die Animations. So, das sind dann wahrscheinlich die Fenster, Marklenke, keine Ahnung was. Naja, ich hab's ehrlich gesagt als Animation so noch nicht gesehen mit dem Marklenke. Aber ist ja nicht schlimm. So, das war's schon. Ihr müsst bei dem IC nichts eintragen. Das war es quasi schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Wir testen das Ganze jetzt noch. Zudem muss ich hier noch den Trigger wieder eintragen. Ich glaube 38 war es. Also I3D wird aufmachen. Fehlermeldung. Das passiert mir jetzt gerade im Moment. Das ist, ich schätze mal, wahrscheinlich mit dem PC Neustart wird das wieder oben sein. Torpedo. Torpedo. Öffnen. Die Kamera ist noch da. Weil ich mir zuvor bin, die nochmal wegzuschmeißen. 038, in meinem Fall dann 0. 038, 0. Kann man uns sogar hier so einfach machen, indem wir es einfach direkt rauskopieren. Erst gar nicht speichern. Und das hier dann einfügen. Fertig. Das war's schon. Wie gesagt, Teil 2. Ne? Index 2. Weil ich möchte die linke Tür aufmachen. Speichern. Fertig. Das war's. Super simpel, super einfache Sache, hat aber einen großen Effekt. Für mich persönlich ist es halt realistischer, wenn man davor steht, dass man das Fahrzeug auch aufmachen kann. Ich habe da Spaß dran. Das ist für mich so Must-Have eigentlich bei den Fahrzeugen. Mittlerweile haben es ja fast alle. Und das gibt es, glaube ich, auch schon, oder gab es schon im 15er. Und jetzt funktioniert es immer noch mit der gleichen Methode. Das ist halt schon schön. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber egal. So, testen wir das Ganze. Mein Mod-Ordner. Einfügen.
ersetzen. Wunderbar. Ich hatte noch einen standardmäßigen drin. Ich musste ja eben erstmal gucken, ob der so verbaut hat oder nicht. Ne? Aber so ist das manchmal. Übrigens hänge ich jetzt nur im LS, weil das Lenkrad ja letzte Woche angekommen ist. Wenn ihr es seht, letzte Woche. Und ich konnte es nicht sein lassen. Ne? Ich musste unbedingt mal ausprobieren, wie dieses Lenkrad ist. Es ist schön. Es ist wirklich, wirklich schön. Es macht Spaß. Ist eine feine Sache. So, es gibt bestimmt jetzt erstmal einen Crash, weil ich habe nämlich gleich die Türen aufgelassen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob da auch die Fahrzeuge neu gekauft werden müssen. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das viel zu lange dauert, aber es dauert mir ehrlich gesagt viel, viel zu lange. Und ich kann nicht mehr erklären, woran das liegt. Error, Lure, Torpedo, Skript, Door-Opener. Ach, verdammt! Guten Morgen. Zack, zack, zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Glück, dass es keiner gesehen hat. Das Skript ist aber jetzt drin. Mal ganz kurz kopieren. Ich dachte echt, ich hätte das jetzt vergessen, das Skript hier einzufügen, ne? Eingefügt, fertig. So. Oh. Huiuiuiui. Ich glaube, deswegen ist er so groß geworden, ne? Senden. Zip. Doppelt gemoppelt hält besser, wie alles. Ja, deswegen ist er nicht so groß geworden. Zack. Versuch Nummer 2. Wo der Fehler ist, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Wenn das voll in die Hose gegangen ist, werde ich dann gleich mal schnell nachgucken, wo das Problem ist. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach genau, ich bin ja auch gefragt worden wegen der Mod-Vorstellung, ne? Die ganzen Fahrzeuge werde ich auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß, wahrscheinlich würde das nicht hören, würde das nicht mitkriegen, weil das ihm schon wieder viel zu weit vorangeschritten ist mit dem Video. Die meisten gucken ja die Videos so die ersten 5 bis 10 Minuten. Kann ich aber ehrlich gesagt verstehen, weil das ist einfach zu much. Es frisst auch einfach sehr, sehr viel Zeit, die Videos. Die Videos zu erstellen, der frisst keine Zeit, keine Sorge. Aber darum geht's nicht. Wie gesagt, ich kann es wirklich verstehen, dass man sich das Video nicht so lange reinzieht. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, dass die Mod-Vorstellung auf jeden Fall noch kommt. Ich kann noch nicht genau sagen, wann. Nur dafür habe ich jetzt heute keine Zeit mehr. Ihr seht noch 4 Minuten. Also ihr seht es jetzt nicht. Ihr habt es eben nochmal gesehen, 4 Minuten habe ich noch. Da muss ich halt quasi schon wieder los, ne? So. Erstmal gucken, was er macht. Trecker kaufen. Das ist übrigens meine Testkarte. Aber ich meine, die kennt ja eigentlich mittlerweile fast jeder. Was passiert? Nichts passiert, sehr schön. Hinlaufen. Haha, ihr habt es schon gesehen. Ich habe den Trigger noch ein bisschen falsch gesetzt. Ah, jetzt. Ne, der sitzt super.
Der sitzt super. Flop. Tür auf. Das ist das ganze Geheimnis. Schön? Schön. Ja, wie gesagt, damit bedanke ich mich auch schon wieder. Das war wirklich nicht so viel. Ich habe es nur wahrscheinlich eben total verkackt. Was man da machen muss. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es funktioniert. Einwandfrei. Wir sehen uns. Macht es gut. Haut da rein. Ach, genau. Das kleine Schätzchen wollte ich euch zeigen. Hier ist zum einen noch sonst ein Rundumleuchter und da hat hinten eine Akashin. Die ist komplett rausgeflogen. Was mich ein bisschen stört, ist dieses Animationsscript. Das ist vom Model Eicher, glaube ich. Der hat ja auch bei mir einmal zugeguckt. So, und sobald man mal ein bisschen gefahren ist, klappt das, dass er das halt wieder genommen hat. Zack. Ist nämlich dann da alles wieder okay bei der Welle. Woran das liegt, keine Ahnung. Da ist irgendwas, finde ich nicht so cool, aber ist nicht so wild. Also keine Sorge, das ist kein Problem. Das Modell an für sich ist halt schon ziemlich cool, ne? Ich glaube, das Modell ist vom Schlüter-Fan. Der leider nichts mehr macht. Der hat jetzt auch, wie gesagt, hinten... Oh, bin ich durch die Tür wieder durchgesprungen. Genau, das ist nämlich... Daher kommt das auch, dass ich das immer sage. Mit dem durch die Tür durchgesprungen. Der hat nämlich von mir jetzt noch die dynamischen Schläuche bekommen. Und wie gesagt, das mit dem... Tür von außen auf und zu machen. Und da wollte ich jetzt mal kurz gucken. Anschlüsse Luft. Passt. Luft passt jetzt. Hat vorher nicht gepasst. Ja. Das war eigentlich so alles. Aber dafür gibt es ja auch ein super Tutorial, was ich mal gemacht habe. Was ja auch so zahlreich wirklich geklickt worden ist. Freut mich alles. Und damit seid ihr jetzt entlassen. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Euch wirklich ein wunderschönes Jahr 2018. Und ihr seid die Besten, dass es wirklich so weitergeht wie bisher. Balkanska Dolina, schätze ich mal, ist das Ding hier. Ja. Macht es gut. Haut rein. Bis demnächst. Ciao.